Und schade ist, wie gesagt, dass es momentan in Satisfactory einfach noch keine Fenster gibt, die man selber bauen kann. Also so richtige Fenster. Man hat immer nur diese Löcher. Das ist immer ein bisschen doof. Aber nicht. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory. Beim letzten Mal, meine lieben Freunde, in der letzten Folge habe ich ja schon so ein bisschen sinniert darüber, dass ich jetzt die neue Tschernobyl-Serie gesehen habe. Diese HBO Sky produzierte amerikanisch-britische Produktion, die ich ziemlich cool fand und die auch irgendwie in mir diese Inspiration geweckt hat, dieses AKW, dieses Tschernobyl-AKW, einfach mal nachzubauen in Satisfactory. Und wie bin ich auf die Idee gekommen, dass das eine gute Idee wäre? Weil dieses AKW eigentlich nichts anderes ist als eine Ansammlung von Zylindern, eine Ansammlung von Quadern, Kisten, Boxen, wenn man das so von oben sieht. Das ist eigentlich nichts anderes als, ja, Quader, die übereinander gestapelt sind. Und das kann man ja in Satisfactory eigentlich ganz gut bauen, habe ich mir gedacht, ne? Und dann dachte ich mir, mache ich das mal. Ich erkläre euch jetzt mal kurz, wie ich mir das vorstelle. Also erstmal habe ich hier natürlich Referenzmaterial aufgemacht, Bildmaterial. Das seht ihr jetzt hier nicht natürlich, weil das natürlich sicherlich auch auf der einen oder anderen Weise urheberrechtlich geschützt sein wird. Also das Bildmaterial, nicht das Kraftwerk. Und da ist es natürlich so, dass man da ein bisschen gucken muss, dass man das jetzt hier nicht, zeigt. Aber, meine lieben Freunde, ich habe mir dieses Material jetzt rausgesucht. Und der Plan ist, dieses AKW, dieses Tschernobyl-AKW, vor dem Unfall nachzubauen. Also so, wie es vor dem Unfall war. Und dazu habe ich mir hier diese Location erstmal ausgesucht. Da sind wir gemeinsam im Livestream mit den Zuschauern, bin ich rumgegangen auf der Map und habe mir den geeigneten Platz ausgesucht. Also zum einen, zuerst mal zum Platz, zur Grundfläche. Die sollte jetzt mehrere Voraussetzungen erfüllen. Zum einen sollte es schon in der Nähe von Wasser sein, so ein bisschen. Es sollte zum anderen auch so ein bisschen in einem grünen Waldgebiet sein. Und es sollte möglichst in einer Senke sich befinden, diese Location, wo wir das bauen. Warum eine Senke? Damit wir über diese Senke eine Foundation-Grundform bauen, also eine Foundation-Platte, wo wir dann das AKW draufbauen. Die habe ich hier sogar noch mal ein bisschen tiefer gesetzt. Die ursprüngliche Höhe war hier. Ich habe es noch mal ein bisschen tiefer gesetzt. Das ist jetzt die richtige Höhe, die wir auch nehmen wollen zum Bauen. Und dann ist nämlich der Plan, in diese Hauptgebäude, wo auch die Reaktorblöcke untergebracht sind im Originalbauwerk, dort dann Atomkraftwerke reinzubauen. Und zwar für jeden Reaktorblock ein Atomkraftwerk. Hier steht jetzt zu teuer. Ich habe das schon ausprobiert. Das geht mit der Hitbox genau auf. Wenn wir das so machen, das sollte auf jeden Fall reinpassen. Wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen, vielleicht da die Foundations einfach noch ein bisschen wegnehmen und so. Aber das passt auf jeden Fall rein. Und dann haben wir sogar die Möglichkeit, das Ganze zu betreiben. So, das hier ist ja wie gesagt das, oder eins der Reaktorgebäude. Vor dem Reaktorgebäude gibt es ja, wenn ihr euch vielleicht selber auch mal so Bilder von dem Kraftwerk aufmacht, noch so ein sehr, sehr, sehr langgestrecktes Gebäude, ja. Und das ist die Turbinenhalle. Was hier so extrem lang ist. Wir haben natürlich in Satisfactory jetzt nicht die Notwendigkeit, Turbinen an den Start zu bringen für ein AKW, damit das Strom erzeugt. Ja, das AKW ist ja quasi ein geschlossenes Gebäude in Satisfactory. Das heißt, wir werden diese Turbinenhalle, diesen riesigen Platz, den werden wir dann nutzen, um nochmal eine Kernbrennstäbeproduktion aufzubauen. Wir haben ja hier in der Nähe lustigerweise, deswegen ist der Standort ja auch noch ganz interessant, eine Uranquelle und zwar in dieser Richtung. Die wird auch gleich gepinkt und die können wir ausbeuten für die Produktion von Uranenergiezellen. Ne? Knapp 1000 Meter weg. Ja, das ist schon mal gar nicht schlecht. Ne? Und das Geile ist, die liegt auch direkt an der Strecke, und die Bäume winken da hinten schon wieder. Ich glaube, die Bäume haben jetzt schon zu viel Strahlung abgekriegt. Die liegt ja da direkt an der Bahnstrecke auch, die wir hier aufgezogen haben, diese Quelle. Das heißt, die können wir auch relativ leicht erschließen. Und dann, wenn wir hier unten noch Bahnhöfe aufbauen, die müssen wir dann natürlich irgendwie im Gebäude verstecken, weil ich glaube, das Tschernobyl-AKW hatte keinen Bahnhof. Deswegen, das müssen wir dann da halt da drin verstecken. Und dann können wir da gleich direkt das radioaktive Material anliefern lassen, beziehungsweise natürlich auch die den Atommüll abtransportieren an der Stelle. Das ist also eine ziemlich coole Möglichkeit, um ein weiteres AKW zu bauen. Und ihr seht schon, da ist jetzt natürlich noch einiges nötig. Es gibt hier allerdings einen Nachteil.
bei dieser Location. Und zwar befindet sich ungefähr dort, bei dieser Linie, befindet sich die Ladezone, die dieses rote Biom auf dem Plateau unloadet. In dem Moment, wo man da lang geht, ruckelt es extrem. Also wenn man da lang geht, ruckelt es extrem für einen kurzen Moment. Und dann verschwinden da die Bäume. Weil in dem Moment das Ganze aus dem Speicher gepackt wird quasi. Damit das nicht so viel Performance zieht, wenn das alles aktiv ist. Das ist richtig mies insofern, weil wenn man nämlich, wenn man hier baut und was abreißt, in dem Moment irgendwelche Tools aktiv hat und da vielleicht sogar was baut, wenn man da drüber läuft über diese Grenze, kann es passieren, dass dann das Spiel crasht. Das ist mir schon zweimal passiert, als ich hier offscreen vorbereitet habe. Ohne Aufnahme und Stream habe ich hier teilweise schon ein bisschen vorbereitet. Und das ist halt echt mies. Also, das ist echt nicht schön. Weil man dann natürlich Progress verliert. Das heißt, ich muss hier tatsächlich regelmäßig speichern, wenn ich dieses Großprojekt umsetze. Weil es gibt nichts Ärgerlicheres, als irgendwie 40 Minuten zu bauen, 40 Minuten Sachen zu machen und dann irgendwie wegen so einem blöden Ladefehler, weil man da irgendwie über die Biomgrenze geht, dann alles zu verlieren. Also da würde ich auch euch empfehlen, wenn ihr hier in dieser Gegend irgendwas bauen solltet, speichert auf jeden Fall häufig. Und das passiert tatsächlich auch an verschiedenen solcher Ladezonen. Es gibt im Spiel noch andere Stellen, wo das passiert. Zum Beispiel diese, ihr erinnert euch vielleicht noch, wo wir die Weltstrecke gebaut haben. Ja, da war das auch so, dass wir an einer Höhle angekommen sind und da haben wir doch dann die Viecher weggesprengt. Einige, die den Livestream gesehen haben, werden sich erinnern. In der Folge musste ich das dann natürlich schneiden. Aber das war dann so, dass an der Stelle dann halt auch immer, wenn wir gesprengt haben und so, dann das Spiel abgestürzt ist, weil das genau diese Ladezone auch wieder war. Und auch genau diese Ruckler am Start waren und so. Das ist halt echt mies. Das muss man echt berücksichtigen. Das kann ein echtes Rückgrat brechen. Ohne Witz. So, jetzt nehme ich mir hier noch ein bisschen Zement. Die haben nämlich unseren Bauzug voll gemacht. Und da können wir jetzt hier ordentlich aus dem Vollen schöpfen. Und ihr seht ja, wie groß dieses Turbinengebäude einfach mal sein wird. Es ist einfach unglaublich. Und dieses Turbinengebäude, ja, das ist einfach wirklich einfach nur so ein langgezogener Quader, so ein Rechteck einfach nur. Es ist einfach nur ein ellenlanges, rechteckiges Gebäude. Wie simpel dieses Gebäude eigentlich ist. Aber am Ende des Tages, wie riesig die Dimensionen halt auch sind, ne? Ich habe mir nämlich das so gemacht, ich habe in diesen Referenzbildern einfach mal die Anzahl der Fenster in der Höhe und so grob die, ja, die Etagen halt abgezählt. Es gibt so neben Quader, nenne ich es jetzt mal, wo man so Treppenhäuser erkennt. Und daran erkennt man ungefähr den Maßstab des Ganzen. Ich habe mir jetzt halt so den Maßstab überlegt, dass eine Satisfactory-Wand ein Stockwerk ist. Ja. Und ich habe das mal durchgezählt. Diese Turbinenhalle ist 9 Stockwerke hoch. Es ist unglaublich. Die ist einfach mal fucking 9 Stockwerke hoch. Es ist einfach so krank. Ich meine, wie riesig das einfach nur ist. Und das ist nur diese lange Turbinenhalle so. Der Rest ist noch größer. Diese Reaktorgebäude, wie riesig die einfach nochmal sind. Die sind nochmal größer. Das ist echt übel. Und ihr seht hier vielleicht auch, da in der Mitte sind diese komischen Knospenpilze, ja. Da musste ich jetzt auch ein bisschen improvisieren. Da musste ich tatsächlich dieses ganze Konstrukt nochmal ein bisschen weiter in die Richtung versetzen. Hatte ich auch offscreen gemacht. Weil natürlich, die sollen nicht rausgucken. Ja, die sollen natürlich dann möglichst im Gebäude verschwinden. Und da musste ich ein bisschen improvisieren auch, damit ich das so hinkriege, dass die halt nicht sichtbar sind. Und damit das Gebäude halt genau an der Stelle steht, weil die kriegt man nicht weg, diese großen Knospenpilze. Die kriegt man nicht weg, die kann man weder sprengen noch mit der Kettensäge wegmachen. Das heißt, man muss sie irgendwie einbauen oder zubauen, damit sie nicht so prominent ins Bild kommen. Ja, gerade beim Hauptgebäude will man das ja nicht, bei den Reaktorblöcken. Da soll das ja nicht so aussehen. Das ist immer ein bisschen schade bei Satisfactory, dass es dann immer doch an vielen Stellen so, ich sag's mal, Elemente in der Landschaft gibt, die man einfach nicht beseitigen kann. Also hier sind es halt nur, sag ich mal, diese Knospenpilze, diese vereinzelten. Deswegen ist das hier noch relativ okay. Aber an anderen Stellen sind es zum Beispiel diese komischen Felsspikes da, diese Bögen, die dann teilweise rumstehen. Und teilweise kommen ja sogar auch neue dazu, wenn Updates kommen, was auch ziemlich mies ist. Und dann hast du da gerade so ein geiles Gebäude gebaut an der Stelle und das steht dann aber im Spike drinne oder im Bogen drinne. Und dann hast du das Problem, ne? Dann hast du halt eine Base, die zugebaut ist. Das ist schon ein bisschen doof. Gerade bei so einem großen Projekt muss man da schon darauf achten, dass man möglichst eine freie Fläche zur Verfügung hat. Und da hinten winken sie schon wieder. Sie winken mir zu. Tust du dann den Atommüll in eine geheime Höhle verstecken, damit die Umweltschützer nichts mitbekommen?
Also beim Atommüll haben wir ja, wie gesagt, da auch wieder diese Schiene, ne, die das Ganze auch wieder abtransportieren kann. Da würde ich einfach wieder einen Pendelzug machen, der wieder den Atommüll abholt und dann auf dem Hinweg hier wieder dann neues Uran hinschafft und so. Das machen wir aber erst ganz, ganz, ganz zum Schluss. Also ich kann euch schon mal sagen, wir werden erstmal den Bau, den Rohbau hier drumherum, den werden wir erstmal fertig machen, soweit es geht. Ja, und dann werde ich das Ganze vielleicht sogar erstmal einfärben und dann möglichst nah den Look erstmal an das Originalkraftwerk ranzubringen. Das ist so der erste Plan. Das steht ganz oben auf der Liste. Das ist die hohe Priorität, genau, mein Gott. Deutsch ist am Start. Ich habe das Deutsch-Update noch nicht fertig runtergeladen, es tut mir leid. Die höchste Priorität ist das, ja, dass wir den Look richtig hinkriegen. Alles andere reiht sich dann dahinter ein. Das heißt, nach dem Look kommen dann erst die Kraftwerke und erst wenn wir die dann richtig platziert haben, sodass die auch nicht sichtbar sind von außen und dass die alle reinpassen, dann kümmern wir uns um die Produktionsanlagen für die Brennstäbe, die wir dann natürlich in die Turbinenhalle bauen, weil wir da viel Platz haben. Und dann kommen die Sachen, dass dann Atommaterial angeliefert wird, also Uran und so. Das kommt ganz zum Schluss. Da kümmern wir uns wirklich ganz zum Schluss dran, wenn alle anderen Sachen stehen. Das heißt, das wird quasi der geplanteste Bau, den ich je durchgeführt habe. Weil meistens war es ja eher so, die Gebäude entstanden erst nach den Produktionsanlagen. Die Produktionsanlagen kamen ja meistens immer zuerst, bevor die Gebäude gebaut wurden von mir. Die Gebäude habe ich ja meistens nachträglich immer drumherum gebaut. Aber hier ist es mal anders. Hier kommt zuerst das Gebäude und dann das Innenleben. Ist mal was anderes definitiv. Da soll noch mal einer sagen, ich erfinde mich nicht jedes Mal neu. Hö. Auf jeden Fall geht es ja auch nicht anders bei so einem Nachbau, ne? So, jetzt bauen wir erstmal. Ihr seht, ich habe das hier so gemacht, dass ich hier oben, also auf dem Dach der Turbinenhalle, so einen kleinen Überhang hier gebaut habe. Das ist tatsächlich auf den Originalbildern auch sichtbar, dass es da so einen kleinen überstehenden Teil von der Fassade gibt, der nach oben hindurch geht. Das ist ja bei normalen Gebäuden eigentlich auch so. Die schließen ja eigentlich nie wirklich direkt mit dem Dach ab, die Wände, sondern die gehen ja immer noch ein kleines bisschen höher. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Sims oder so? Nennt man, glaube ich, Sims. Oder ich weiß es nicht genau. Also nicht die Sims, nicht wie das Spiel von EA, sondern wie der Gebäudeteil Sims. Ihr versteht, was ich meine. Zur Not googelt einfach mal Sims. Und ich weiß schon, was die meisten bekommen werden als Anzeige. Kaufen Sie jetzt die Sims. Im Origin Shop oder so. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Nee, auf jeden Fall habe ich hier versucht, so eine Art Sims zu bauen. Und hab das jetzt so gemacht, dass es hier so ein bisschen übersteht. Ja, das muss ich aber zuerst bauen. Wie habe ich das gemacht? Ist vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Info für den einen oder anderen, der das vielleicht auch mal so bauen will. Ihr nehmt euch einfach die 1 Meter Foundation und ihr baut auf die 1 Meter Foundation eine Wand. Ja. Und dann könnt ihr die 1 Meter Foundation wegmachen und dann müsst ihr halt drunter. Moment, ihr müsst die. Moment. Nochmal langsam. Ihr baut die 1 Meter Foundation. Ihr baut eine Wand auf die 1 Meter Foundation. So. Und dann müsst ihr unter die 1 Meter Foundation noch eine normale Foundation setzen oder noch eine 1 Meter Foundation. Ja, dann macht ihr die weg und dann ist die dort runter, die ihr da drunter platziert habt, noch da. Und dann könnt ihr nämlich unter diese Wand, die ihr da gebaut habt, noch eine Wand setzen und dann könnt ihr die obere Wand wegmachen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Ich denke mal, ihr werdet hoffentlich verstehen, wie das gemeint ist. Einfach mal selber probieren. Damit könnt ihr so kleine Absätze erzeugen. Und das ist ganz nice für so Nachbauten, wo man vielleicht ein kleines bisschen mehr Detailgrad noch reinbringen will in einige Gebäudeelemente. Ja, wo man vielleicht noch so einen kleinen Absatz erzeugen möchte oder so bei den Wänden. Und dann habt ihr natürlich hier so einen Teil, wo die Wände so ein bisschen ineinander gehen. Ja, das ist aber nicht schlimm. Die Engine kann das eigentlich ganz gut handeln. Letztendlich ist das ja bei mir auch so, wenn ich rund baue bei den Gebäuden. Da sind ja auch viele Strukturen, die so ineinander gehen. Das ist eigentlich nicht schlimm. Das sieht man auch eigentlich kaum von außen. Und es ist ja auch nur so ein kleiner Teil, der ineinander übergeht, so die Hälfte von der Wand. Das passt schon. Wenn ich das jetzt halt nur so nach oben ziehen würde, würde die Wand halt exakt mit der Foundation abschließen und dann hätte man diesen Effekt halt nicht von diesem Sims. Du kannst ja in einem See ein Atommülllager bauen. Warum sollte ich das denn in einen See bauen? Was für ein Sinn ist denn das? Ich bin doch kein Franzose, der seinen Atommüll ins Wasser kippt.
Wenn überhaupt, bin ich hier gerade in Russland unterwegs, ja, in der Sowjetunion. Da hat man das noch ganz oldschool in die Luft geblasen. Da hat man einfach Fallout produziert und hat das schön gleichmäßig für alle verteilt. So, wir sind ja schon fast fertig. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, ein anderes Problem ist natürlich bei Nachbauten momentan in Satisfactory noch. Es gibt keine Fenster. Oh Gott, ich hoffe, das ist der Speicherfreeze. Bitte sei der Speicherfreeze und nicht ein Absturz. Gut, das war ja Speicherfreeze, alles klar. Ich speichere jetzt trotzdem direkt nochmal. Das muss man wirklich hier häufiger machen, weil, wie gesagt, das Risiko eines Absturzes ist in dieser Gegend besonders hoch. Deswegen sollte man wirklich speichern. Ich kann auch nur euch die Empfehlung geben, wenn ihr hier baut, speichert definitiv. Nicht zu selten, sondern einmal zu oft lieber. Genau. Der andere Nachteil momentan, wenn man Nachbauten in Satisfactory aktuell machen möchte, man hat keine Fenster, also es gibt keine Strukturen für Fenster, noch nicht, die kommen noch, aber die hat man halt nicht einfach so. Die kann man freischalten über Savegame-Edits und sowas, aber so standardmäßig gibt es die nicht. Das heißt, wenn wir hier Fenster bauen wollen, an bestimmten Stellen des Gebäudes, können wir die uns quasi schon so vormarkieren, indem wir dann halt einfach diese Öffnungen hier benutzen. Da gibt es ja wenigstens drei Variationen, die man nutzen kann. Und ja, warum benutze ich übrigens diese Wände und nicht diese? Die Wände, die orange sind im Baumenü, die kann man einfärben nachträglich. Und diese hier kann man nicht nachträglich einfärben. Da das AKW tatsächlich nicht orange war, auch wenn die meisten Bilder, die man so sehen kann, schwarz-weiß sind. Das AKW war nicht orange, das war so weiß-grau-rot angestrichen. Und mit so ein bisschen so einem, ja, bräunlichen, beigefarbenen Dach so ein bisschen. Braun, gräulich, beigefarben. Also es war halt so typischer sozialistischer Plattenbau. Ja, so leicht, nicht Leichtbau, aber wie sagt man, schnell zusammengebastelt aus standardisierten Bauteilen, so nach dem Motto. Und jetzt war auch nicht unbedingt ästhetisch natürlich, wie so viele Bauten zu dieser Zeit. Und sowohl vor dem Unfall als auch nach dem Unfall war es nicht wirklich total ein Designobjekt, sagen wir es so. Aber das macht unsere Sache hier natürlich nur noch leichter. Ja, ich meine, es ist besser, als wenn man irgendwie mit was total Aufwendigem anfängt. Zum Beispiel, weiß ich nicht, die Petronas Towers oder so, wobei das auch ganz interessant wäre. Und so Sachen wie schräge Foundations und sowas und schräge Wände, diagonale Wände und so, die kommen ja eh auch noch. Da kann man dann noch viel interessantere Sachen bauen. So nachbauen vielleicht auch. Aber, meine lieben Freunde, ich glaube, das ist erstmal schon ganz cool hier. So, der Hauptreaktor-Teil, den hatten wir uns schon tatsächlich foundationmäßig markiert. Der geht bis hierhin. Ja, bis hierhin. Das ist quasi das Ende des Gebäudes hier. Das heißt, ich werde jetzt hier auch schon mal eine Wand durchziehen, hier rüber. Ich muss nochmal gucken, das ist nicht die richtige Höhe, ne? Das ist ein bisschen irritierend, dass das hier nicht die richtige Höhe ist bei den Foundations. Ich baue mal von der anderen Seite. Ich fang mal von drüben an. Und da könnten wir eigentlich auch schon Wände hochziehen. Ich mache die mal oben drauf erstmal. Das Ding ist, man hat hier so viele Wände zur Auswahl, die man weiterbauen oder in die Länge ziehen kann, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Ist schon echt krass. Also man weiß gar nicht, wo soll man zuerst weitermachen, anfangen. Du kannst den Atommüll nicht aufbereiten, wenn der so viel abgestrahlt hat. Dann ist da, dass man damit nicht mehr arbeiten kann, ist der Brennstab am Ende. Man kann nur neues Uran und was da sonst reinkommt, reintun. Geht's jetzt um echten... Im Live-Chat jetzt mal die Frage, geht's jetzt um echten Atommüll oder um Satisfactory-Atommüll? So als Gegenfrage an der Stelle. Das ist jetzt so gefährlich. Man weiß jetzt nicht, um was es eigentlich dann geht bei manchen Gesprächen. Ob es da jetzt um das real existierende Kraftwerk geht oder ob es um Satisfactory Atomkraft geht. Weil Satisfactory Atomkraft ist ja eigentlich Billo, ne? Das ist ja eigentlich, wenn man es mal mit der Real World vergleicht, das ist ja eigentlich nichts. Das Einzige, was du hast, ist halt Strahlung und da kannst du einfach den Schutzanzug überziehen und fertig ist die Wurst. Und mehr Sorgen hast du ja eigentlich nicht. Keine Kernschmelze, kein
irgendwie dauerhaftes Verstrahlen der Umwelt, keine Fallouts, keine Wasserverschmutzung. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mal irgendwann in Satisfactory zumindest möglich sein wird, das Zeug aufzubereiten. Oh, da haben wir schon den ganzen Zement rausgelutscht hier. Das gibt's ja gar nicht. Wie das Zement vergeht, wenn man Spaß hat. Das ist ja unglaublich. Da seht ihr mal, wie viel Beton das frisst hier, dieser Bau. Das ist unglaublich einfach. Also das Ganze hier wird natürlich auch offscreen noch weitergebaut. Ich hoffe, ich kriege das hin, so zeitlich. Also es wird immer mal so offscreen weitergehen. Da wird es mal wieder eine Aufnahme geben, wo ich mal ein bisschen ein Update mache und so. Aber ich dachte mir, ich zeige euch das jetzt schon mal so ein bisschen in so einem relativ frühen Zustand. Damit ihr schon mal so ungefähr seht, wie der Denkprozess, der Entstehungsprozess und der Denkprozess, der Planungsprozess aussieht bei diesem Gebäude. So, diese Wand ziehe ich jetzt einfach erstmal schon mal hoch, auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, was dahinter ist, weil das Referenzbild, was ich mir gerade aufgemacht habe, das zeigt tatsächlich diese andere Seite da hinten nicht. Deswegen bin ich da jetzt nicht so ganz sicher, wie es da hinten weitergeht. Ich mache da jetzt einfach erstmal eine Wand hoch. Zur Not baue ich da einfach noch ein paar Quader davor. Es wird natürlich auch nicht möglich sein, das kann ich schon mal sagen, das hundertprozentig exakt und korrekt nachzubauen. Das sind halt die Mittel in Satisfactory zum Bauen einfach zu begrenzt. Ja, aber so näherungsweise, so dass man einfach mal die Dimensionen auch einfach mal in sich aufnehmen kann, so ein bisschen. Also nicht die Strahlung, sondern die Dimensionen, ja, ganz wichtig. Nicht die Strahlung aufnehmen, das ist nicht gut. Dass man das halt einfach mal so, ja, wirken lassen kann auch, finde ich. Wenn man sich durch so ein Gebäude durchbewegt, was so riesig ist, dann kann man auch erstmal die Problematik richtig verstehen, wie die sich damals in dieser Situation dann halt auch dargestellt hat. Das ist halt einfach riesig gewesen. Allein schon das Gebäude unter Kontrolle zu bekommen. Es hat ja Jahrzehnte gedauert, bis man das wirklich hingekriegt hat. Und wenn man das jetzt hier so sieht, das ist übrigens der Blick auf den Reaktor, der dann auch hochgegangen ist. Von hier aus hat man diesen Blick dann gesehen, ne? Von da hing dann das ganze Zeug runter. Da auf dem Gebäude, da auf dem Gebäudeteil ist es so raufgestürzt, mehr oder weniger. Und auch so hier so ein bisschen. Und wenn man das jetzt von hier so sieht, und das ist nur ein Rohbau, ich meine, das ist schon echt verdammt krass, wie klein man sich da vorkommt plötzlich. Ja, wie erdrückend alleine schon dieser Bau ist. Und wenn dann noch so ein Ereignis dazu kommt, wie krass das einfach ist. Also wie unvorstellbar das ist. Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Das kann sich keiner ausdenken, sowas sage ich immer. Das kann sich einfach keiner ausdenken. Das ist einfach unvorstellbar. Wenn man so da vor dieser Wand steht. Stellt euch vor, ihr seid so ein Liquidator gewesen und ihr steht vor diesem Gebäude und da qualmt's raus und es liegt überall verstrahlte Scheiße rum, von der ihr keine Ahnung habt, weil euch keiner das gesagt hat. Aber ihr kriegt es alleine schon mit, wie euer Körper reagiert und dann sollt ihr die Scheiße noch aufräumen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ohne Witz. Also, nicht unbedingt eine sehr geile Vorstellung, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Und dann haben sie ja auch noch das Dach aufgeräumt. Das sieht man ja in der HBO-Serie auch ganz gut. Mit welchen Mitteln das halt gemacht wurde. So, es ist halt mit Schaufeln und so einen behelfsmäßigen Schutzanzügen. Und dann rennen die da auf dem Dach rum und haben eigentlich keine Ahnung von nix. Und haben auch nur 90 Sekunden Zeit. Die hatten 90 Sekunden, um hier auf diesem Dach rumzurennen, auf diesem Teil. Also gut, nicht hier, da war das Loch, aber hier so hinten so, auf der anderen Seite so ein bisschen muss das gewesen sein. Und haben halt mit Schaufeln dieses Graphitzeug, was auch extrem schwer war, wieder zurück in dieses Loch geschaufelt. Wie armselig eigentlich das ist. Also wie dieser Versuch halt, wie hilflos das ist. So meine ich das. Also armselig ist es nicht. Es ist natürlich eine extreme Leistung gewesen, körperlich, von den Leuten, die das gemacht haben. Die sind ja auch alle oder viele davon sehr krank geworden oder gestorben. Aber was das einfach für ein hilfloser Akt ist, mit so primitivsten Mitteln diese riesige Katastrophe aufzuräumen oder versuchen, die aufzuräumen, unter Kontrolle zu bringen. Ich glaube tatsächlich auch, ich habe lustigerweise auch nicht groß genug gedacht, weil ich glaube, dieser Teil des Blocks des Gebäudes müsste sogar noch breiter sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste sogar noch größer sein eigentlich. Also noch weiter nach hier vorne. Oder in die Richtung gehen. Aber ich baue es jetzt erstmal so, wie es jetzt ist. Ich baue es jetzt erstmal so weiter. Ihr seht übrigens, ich habe auch ein anderes Detail umgesetzt, was ich auch auf den
Bildern schon gesehen habe, und zwar die Leitern, die sich an den Gebäudewänden befunden haben, um nach oben zu kommen. Tatsächlich gab es da die ein oder andere Leiter, die man benutzt hat, um dann hochzukommen. Und auch schon die Balustraden, die man da auch sehen konnte. Auch in der Serie hat man die gesehen. Die habe ich auch schon aufgebaut. Ja, und hier in der Mitte wäre dann, wenn man hier noch ein bisschen weiter geht, wäre dann dieser große Schornstein. Wo sie dann in der Serie noch die Fahne gehisst haben, die Sowjetfahne. So richtig schön erbärmlich eigentlich. Hauptsache noch die Fahne am Start. Es ist einfach so krass. Es ist einfach so unglaublich krass. Huch. Habe ich gerade eine Foundation in eine Foundation? Ach nee, ich habe eine Foundation unter eine Foundation gesetzt. Nein, ich habe tatsächlich eine Foundation in eine Foundation gesetzt. Unglaublich. Das ist eine Foundation, auf der ich bauen kann. So, wir ziehen jetzt hier einfach mal... Nee, warte mal, das ist nicht richtig, was ich gerade mache. Denn hier, an der Stelle, müssen wir tatsächlich nur mit einer Foundation weitermachen. Ich muss jetzt hier mal abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ja, das ist okay. Denn hier in der Mitte gibt es nämlich noch so eine Verjüngung tatsächlich, die ich gerne auch noch mit drin haben möchte. Die wäre dann so, da wird es dann ein bisschen schmaler noch. Und das muss ich auf der anderen Seite dann auch bauen. Dadurch, dass ich natürlich hier jetzt auch nur die Perspektive einer normalen Person habe. Gut, ich habe das Jetpack, ich kann ein bisschen rumfliegen. Aber selbst mit dem Jetpack, ich komme gar nicht so weit zurück, um diesen riesigen Bau komplett sehen zu können. So richtig, ohne dass ich dann vorher keinen Treibstoff mehr habe und abstürze. Das ist auch schon so übel eigentlich. Das ist so riesig, selbst für Satisfactory-Verhältnisse ist es einfach so riesig. Scheiße. Jetzt habe ich wieder Foundation in Foundation gebaut. Selbst für Satisfactory-Verhältnisse ist es einfach so riesig, dass man das gar nicht richtig ins Bild kriegt. Es ist einfach so übel. Es ist so übel. Es ist einfach nur übel. Ohne Witz. Dieses Gebäude ist einfach nur Beton gewordener Terror ist das eigentlich. Aber es ist schon irgendwie spannend, das mal zu bauen. Und ich finde das auch immer lustig, wie in Satisfactory diese blöden Wände einfach immer auf diese anderen Foundations einfach oben drauf snappen, obwohl man einen ganz anderen Punkt angeguckt hat. Das ist nämlich das eigentliche Drama hier. Das waren zu 80% keine Freiwilligen, die da oben waren in Tschernobyl. Das muss man dazu sagen. Es wären mehr Strafgefangene. Also es waren eigentlich tatsächlich Soldaten, die das gemacht haben. So wie ich das mitbekommen habe. Also so wie ich das verstanden habe. Also Freiwillige waren die sowieso alle nicht. Entweder haben sie keine Ahnung gehabt und wussten nicht, auf was sie sich einlassen, oder denen wurde irgendwas erzählt, oder es waren Soldaten, die sowieso keine Wahl hatten und Feuerwehrleute und so, die sowieso dann das hätten machen müssen, weil es sowieso A, kein anderer gemacht hätte und B, weil sie ja regimetechnisch auch irgendwie dann gebunden waren. Und wie gesagt, das merkt man in der Serie halt auch immer wieder, die haben halt einfach keine Ahnung gehabt. Die wussten nicht, was Strahlung ist. Es wusste da keiner von denen. Die wussten es nicht. Die Feuerwehrleute wussten nicht, was das Graphit ist, die da hingefahren sind. Die hatten keine Ahnung. Die haben das Zeug angefasst. Teilweise so nur mit Handschuhen geschützt und so. Und hatten dann auch schon instant die Verbrennung gehabt und sowas. Also das ist schon, ich glaube, dieser Teil, es wurde ja auch ein bisschen kritisiert, die Serie, von einigen Stellen, dass das an manchen Stellen nicht ganz so akkurat ist. Aber ich finde schon, also das wirkt sehr überzeugend, dass es sich wirklich so zugetragen haben könnte. Weil, woher sollen sie es auch wissen? Es hat ihnen ja A, niemand gesagt. Und B, wer ist denn schon heutzutage so, dass er weiß, was Strahlenkrankheit ist und was das bedeutet und wie man das bekommt? Das weiß ja heutzutage selbst keiner so richtig. Gut, wir sind ein bisschen aufgeklärter, weil wir so ein bisschen mehr Ahnung haben, was Strahlung anrichtet. Einfach, weil wir medial schon so ein bisschen vorgewarnt sind, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, was das wirklich anrichtet, was das bedeutet und dass es halt verschiedene Arten von Strahlung gibt, so, die auch verschiedene Effekte hat auf den Körper und auch die verschiedenen Dosen dann, dass das halt einfach, das weiß halt einfach keiner, auch von in unserer Gesellschaft jetzt nicht. Ist halt fraglich, ob, wenn sowas passieren würde, ob das bei uns so anders, so viel anders ablaufen würde, so. Also wahrscheinlich schon. Einfach weil die zuständigen Stellen wahrscheinlich auch anders vorbereitet sind. Weil ich meine, selbst die waren ja nicht wirklich im Bilde. Das ist ja auch so traurig, wenn man das sieht. Ich gehe jetzt mal nochmal hier hoch. Ich glaube nämlich, ich hatte jetzt das Dach hier noch nicht weiter gebaut. Genau, jetzt bauen wir hier erstmal das Dach weiter. Denn hier oben sind wir ja tatsächlich auch noch nicht am höchsten Punkt, ne? Wird mir mal gerade so bewusst. Der höchste Punkt, also es geht hier tatsächlich dann nochmal ein bisschen nach oben. Allerdings muss ich auch gleich mal die Referenz wechseln, weil... Tatsächlich zeigt mir meine Referenz, die ich gerade offen habe, mein Referenzbild,
diesen oberen Teil gerade nicht ganz so gut. Deswegen muss ich da mal ein bisschen gleich mal wechseln. Also das muss ich auch nochmal sagen, ne? Es ist wirklich ziemlich schwierig, Bilder zu finden von diesem Kraftwerk im Internet, die es einfach intakt zeigen. Weil natürlich die meisten Bilder zeigen einfach nur dieses Loch von der Explosion. Der Rest von den Bildern ist entweder dann schwarz-weiß oder aber so richtig Bilder von dem intakten Kraftwerk gibt es eigentlich kaum. Das ist schon ganz schön übel. Jetzt muss ich nochmal hier von vorne gucken, dass ich jetzt keinen Fehler mache. Das ist eigentlich ganz gut, so wie wir es gemacht haben. Das ist wirklich ganz gut. Hier ist dieser langgestreckte Teil und dann da oben nochmal der Quader oben drauf. Und dann kommt da nochmal so ein Quader. Genau, der ist so vorgelagert. Der müsste eigentlich ein bisschen breiter sein. Der müsste wahrscheinlich eher zwei Wände breit sein. Und der geht über in einen Vorbau. Und den baue ich jetzt hier einfach mal. Und dieser Vorbau ist tatsächlich auch wieder nur ein großer Quader. Wer hätte es gedacht? Es ist halt immer nur ein großer Quader. Und der geht aber tatsächlich bis vor an die Hauptmauer von dem Gebäude. Also bis hierhin, dieser Quader. Und dann gibt es da tatsächlich auch nochmal so einen kleinen Absatz. Das heißt, das Ganze geht bis hier, hier hoch. So, genau, dann sind hier diese Platten. Oh, warte mal, da müssen wir jetzt wieder eine Etage runtergehen. Also eine, was heißt eine Etage? Wir müssen hier wieder das Ganze so bauen, dass wir da diesen kleinen Sims haben an der Stelle. Also so, genau, und dann kann ich die Wand einfach da hinsetzen. Jetzt habt ihr das mal gesehen, wie ich den Sims baue. So, das kann ich jetzt löschen. Jetzt ist hier natürlich kein Boden, aber den Boden kann ich mir erholen von hier. Ah, nee, hier habe ich gar keinen Sims eingebaut. Stimmt, nee, das ist korrekt. Das ist tatsächlich korrekt hier. Ich glaube, hier gab es keinen. Das sah auf den Bildern jedenfalls aus, dass es hier an der Stelle keinen gab. Dann, hätte ich mir das auch sparen können, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich kann auf jeden Fall die Wand löschen. Das ziehen wir mal von oben nach unten. Dann haben wir nicht diese Wände so ineinander. Machen wir das mal so. Sollte das irgendwie dann mal, wenn wir Räume einbauen sollten, ein Problem werden mit dem Platz. Kann ich das da nicht... Ah, jetzt. Dann müssen wir das nochmal anders machen, aber so würde ich es jetzt erstmal so lassen. Aber habt ihr mal gesehen, wie ich jetzt den Sims gemacht habe nochmal. Also. Genau, jetzt hier hoch. Und zwar... Ah, bis zur Hälfte von diesem Ding. Also ungefähr... Bis dahin so. Eins, zwei, drei. Und das Ganze müssen wir auf der anderen Seite auch nochmal machen. Ja, so ist das korrekt, genau. Dieser Absatz und dann geht es hier so hoch. So, und das sind ungefähr von der Breite, würde ich jetzt sagen, wenn ich das einschätzen müsste. Das ist ungefähr so breit wie die Front, nicht ganz so. Das ist ein bisschen schmaler als dieser Teil hier. Also ich würde sagen, eher so drei Foundations breit und nicht vier. Das heißt, wir sind hier gerade jetzt bei gar keiner, okay. Dann setze ich jetzt einfach mal eins, zwei... Drei Foundations. Aber ich würde sagen, da cheaten wir jetzt ein bisschen, weil es tatsächlich jetzt die Mitte des Kraftwerks oder dieses Blocks ist. Dieser zwei Blöcke, die nebeneinander stehen. Das sind zwei Blöcke, ja. Auf der Seite ist einer und auf der Seite ist einer. Ich glaube, so ist das Design zumindest. Und das bedeutet, wir brauchen eine ordentlich trennbare Mitte. Das heißt, wir müssen mit vier arbeiten, damit wir das halbieren können. Damit das hier in der Mitte möglichst die Mitte ist, wenn ihr versteht. Hier diese Linie, wäre dann die Mitte. Dann ist das so ein bisschen einschätzbar. Das ist vielleicht ein bisschen zu breit am Ende des Tages, aber wir machen das jetzt einfach mal so. Wie gesagt, in Satisfactory müssen wir ein paar Kompromisse machen einfach, weil das halt einfach nicht anders geht. Weil Satisfactory von seinem System, von seinem Bausystem her einfach so ist. Da kann man halt nicht alles hundertprozentig exakt machen. Das geht halt nicht. So. Jetzt bauen wir da noch die Wände da rein. Das ist von hier unten natürlich auch gar nicht so einfach. Ich könnte mir auch einfach Foundations daneben setzen, aber ich habe immer Angst, dass ich dann, wenn ich so Foundations einfach nur baue, um drauf zu stehen beim Bauen, dass ich dann vergesse, sie wegzumachen. Weil ich mir dann sage, das merke ich mir für später und so, wie bei den Schnecken. Und dann am Ende merke ich es mir aber nicht für später, sondern vergesse es dann halt einfach. Den Snap-Point zu erwischen, ist ja echt nicht leicht. Das muss ich wirklich mal sagen. Aber auch hier sieht man wieder, wie riesig das einfach ist, ne?
Es ist unfassbar riesig. Es ist so gewaltig, das Teil. Genau, dann gibt es hier natürlich auch auf der Seite noch weitere Vorbauten. Also das ist hier ein Teil der Vorbauten. Genau das hier. Das ist auch, glaube ich, der richtige Abstand direkt. Und auch vor diesem Teil gibt es nochmal eine Vorhalle. Und hier oben, da sind so... Es sieht aus wie Fenster, es sind wahrscheinlich auch Fenster. Da gibt es so Fenster und dann gibt es hier so eine Reihe Fenster, die nach unten geht. Und ich glaube, die setze ich mir jetzt schon mal als Referenz, setze ich mir die schon mal ein. Also das wäre dann eine Reihe, die nach unten geht, also so. Dass wir schon mal so ungefähr wissen, wo die Fenster so verlaufen und so. Dann könnt ihr nämlich das vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen, von was ich eigentlich gerade rede, weil das ist momentan immer noch sehr abstrakt. Man kann das noch nicht so richtig zuordnen, finde ich. Genau, und diese Fenster, die gibt es nicht nur da auf der Seite, sondern die gibt es dann auch hier auf der Seite, da wo die Wand ist. Gehen auch von oben nach unten. Und dann, wie gesagt, so eine Reihe Fenster, die wirklich sehr dicht ist. Das wäre dann ungefähr auf der Höhe, die so rüber geht. Komplett durchgängig bis zu diesem Mittelteil eigentlich. Das ist schon... Wenn das Fenster hat, sieht das gleich nochmal ganz anders aus, finde ich. Und schade ist, wie gesagt, dass es momentan in Satisfactory einfach noch keine Fenster gibt, die man selber bauen kann. Also so richtige Fenster. Man hat immer nur diese Löcher. Das ist immer ein bisschen doof. Aber naja, so ist es halt. Genau, so würde das dann aussehen. Und das sieht jetzt schon plötzlich ganz sehr viel sozialistischer aus. Also wenn ich das jetzt so sehe, muss ich sagen, das sieht sehr viel sozialistischer aus. Es wird langsam, meine lieben Freunde, es wird langsam. Es ist unglaublich, wie das sich hier gerade transformiert von meinem geistigen Auge. So, dann machen wir das jetzt hier gleich auch nochmal. Löschen das mal alles weg und ziehen das dann einfach bis ganz nach unten. Und ich glaube tatsächlich... dass es hier noch weitere Fensterreihen gibt, die wir dann einfach durchziehen müssen. Das Ding ist, die sind natürlich auch unterschiedlich hoch in der Realität, ne? Das dürfen wir jetzt hier auch nicht vergessen. In Satisfactory gibt es halt, wie gesagt, nur... Scheiße. Diese drei Varianten an Fenstern. In dem Kernkraftwerk waren die Fenster natürlich nicht immer gleich groß, auch wenn das natürlich sozialistischer Planungsbau war. Aber es ist trotzdem... Es sind trotzdem unterschiedlich hohe Fenster an einigen Stellen. Ich meine, wer hat schon behauptet, dass es im Sozialismus bzw. im Sowjetreich, dass es da immer nur dass alle Fenster gleich waren, ne? Aber so ungefähr sah das tatsächlich aus. Nicht schlecht. Nicht schlecht, meine lieben Freunde, nicht schlecht. Da habt ihr ein bisschen so eine Orientierung. Und der Blick, den ich gerade habe in meiner Referenz, vielleicht weiß dann sogar der ein oder andere, welche Referenz ich gerade offen habe, wäre dieser ungefähr. Und da sieht man schon, dass das eigentlich ziemlich gut ist. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt hier so ein bisschen weiter zurückgehe, im Vordergrund wäre dann noch eine Mauer und ein Strommast oder ein Telefonmast oder was auch immer es ist. Der Schornstein wäre dann da in der Mitte, so, da. Und von hier sieht das schon echt gut aus, muss ich wirklich mal sagen. Also jetzt in diesem Rohzustand, in dem es sich jetzt befindet. Bin schon jetzt sehr zufrieden, muss ich sagen, mit den Mitteln, die wir hier, mit den beschränkten Mitteln, die wir haben. Was vielleicht noch ein bisschen niedrig ist, ist der... Der Aufbau, der sich da noch drunter befindet, der ist vielleicht ein bisschen zu weit nach innen. Also da gibt es ja noch so einen kleinen Sockel. Wenn ihr das seht, dieser Block da, der sitzt auf so einem kleinen Sockel. Und der ist vielleicht noch ein bisschen schlecht sichtbar von hier unten. Der müsste ein bisschen besser sichtbar sein noch. Aber sonst... Auf jeden Fall ist an der Stelle jetzt diese Folge Satisfactory auch wieder zu Ende. Wenn ihr jetzt selber Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator-Tag Spielbär mit AE benutzen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und auch diese Videos direkt. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Satisfactory. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao!